der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Dietribit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden. Als Rebecca ist das Mannequin stadtbekannt. Eine Woche vorher verfolgt ein Fotograf noch ihre allnächtlichen Kreise im 190er SL. Der Chefredakteur der Nachausgabe hat gesagt, hast du eigentlich Fotos von der Dietribit gemacht? Und da habe ich gesagt, nö, warum? Und da sagte er, ja, an deiner Stelle würde ich mich da mal drum kümmern, denn eines Tages wird die mal umgebracht und dann hat kein Mensch Fotos von ihr. Und bin dann 3 oder 4 Tage hinter ihr hergefahren und habe dann gesehen, wo sie all gewesen ist. Und dann kamen mal Autos gefahren, die haben also die Lichthupe bedient. Und wenn das die Rosemarie gesehen hat, dann hat sie angehalten. Und dann nach kurzem Gespräch haben sie sich dann getrennt. Sie ist vorgefahren und der Wagen ist dann hinter ihr hergefahren. Und dann ist sie mal hier in dieses Hotel gefahren, hat dann nur gehalten vor mir und ist ins Hotel gegangen. Ich habe mir also mehr Notizen gemacht als fotografiert, weil zu dem Zeitpunkt war es dunkel gewesen nachts. Und da hätte ich also sofort gemerkt, wenn ich fotografiere, und das wollte ich ja gar nicht. Ne? Nylons, frühestens zur Konfirmation. Mädchen haben züchtig und gehorsam zu sein. Die 50er, die Welt der Käuflichkeit, die Dietribit ist eine Provokation. Auto und Apartment. Das regt die Herren an und jene auf, die sich so viel Freiheit verbieten. Ein Affront auch Rebecca, ihr jüdisches Pseudonym, 10 Jahre nach Kriegsende. Auch das eine Tabuverletzung. Also im Grunde wirklich ein öffentliches Phänomen, weil sie sich ja auch hauptsächlich in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Die kannte jeder. Und zwar also wegen ihrer Aufmachung, wegen ihrer Stilisierung. Wie sie diesen eher bescheidenen, mehr, auch mädchenhaften, dünnen Körper, wie die den hergerichtet und hergezeigt hat. Und dieses Auto, dieses wirklich teure und auch erotisch besetzte technische Ding, das gehörte natürlich zu ihrer Strategie. Also das zog die Männer auch an. Und da sich ein Wort zuzuwerfen an der Ampel, war ganz leicht. Und jeder hat angebändelt mit der Blondine, die da drin saß und einfach lachte und gar nicht viel sagte. Aber das war dann, glaube ich, einfach klug inszeniert. Allerheiligen 1957. Gegen 16.30 Uhr wird ihre Leiche im Wohnzimmer der Stiftstraße 36 gefunden. Es hat einen Kampf gegeben, bevor Rosemarie Dietribit von hinten erwürgt wurde. Eine enorme Kraftanstrengung. Also ein männlicher Täter? Mordkommission, Erkennungsdienst und Gerichtsmediziner kommen zum Tatort. Aber nicht nur sie, auch der Vizepräsident und der Pressesprecher der Polizei. 27 Leute insgesamt. Eine große Leiche. Auch wenn die Kripo bis heute sagt, ein Dirnenmord wie viele andere. Auf den 70 Quadratmetern werden Spuren platt getrampelt, die erste Panne. Der Lohn für all die Liebesmühen, immerhin ein Wirtschaftswunder im Kleinen, Pelze, Brillanten, Bares. Auch Micky Bonacker kommt zum Tatort, um sich der Kripo als Zeuge anzubieten. Ja, das Erste, was mich also aufgeregt hat, war der furchtbare Gestank. Obwohl die Fenster offen waren, hat es so gerochen, weil sie hat ja 3 Tage da drüben gelegen. Und es war also unglaublich, wie das gestunken hat. Es war ja sehr warm in der Wohnung. Die Beamten haben dann das Fenster aufgerissen, um frische Luft zu haben. Verständlich.
Die Temperatur wurde leider nicht gemessen. Ich glaube, die hatten gar kein Thermometer dabei, um das messen zu können. Die zweite Panne. Denn für die Berechnung der Tatzeit ist die Raumtemperatur unerlässlich. Zumal bei voll aufgedrehter Fußbodenheizung. Die Beamten haben alles, was rumlag, sichergestellt. Da waren also am Schrank mindestens 20, 30, wenn nicht noch mehr, paar hohe Stöckelschuhe und alles Mögliche hat da rumgestanden. Ja, und dann war noch irgendwie so ein Stück von einem abgebrochenen Aschenbecher, kann ich mich noch entsinnen. Und ja, das war so der erste Eindruck. Als ich in die Wohnung kam und mir die Hitze dort entgegenschlug, da habe ich meinen Hut abgenommen und wollte an der Garderobe ablegen, aber die war schon gefüllt. Und da habe ich den Hut dann mit der Öffnung nach oben hinter die Schlafzimmertür ins Schlafzimmer gestellt, um keine Spuren von mir ausziehen zu lassen, nicht etwa, dass meine Haare dort nachher gefunden würden und ich dann in Tatverdacht geraten könnte. Aber das bin ich ohnehin, denn als später die Presse hinein durfte, sich umgesehen und fotografiert hat, nahm man an, der Hut gehörte dem Täter. Die dritte Panne. Fortan werden einige Verdächtige befragt, ob sie Hutträger seien. Wenn nicht, Pluspunkt für sie. Es werden registriert über 1000 Mark in Bar und einiger Goldschmuck. Außerdem Briefe und Karten eines namhaften Freiers, zwei Tonbänder, zwei Notizbücher, zwei Fotoalben, zwei Filmrollen, 3 Dutzend Visitenkarten, ein paar Pornofotos. Also die Wohnung machte einen sehr sauberen Eindruck. Da war kein Stäubchen und da war nichts. Am Schluss wurde dann mit der Quarzlampe nachgeguckt und da haben wir dann auf den Polstermöbeln die Spermaspuren gesehen, die man überall finden konnte. In der Küche eine Grubenlampe, ein Topf mit Resten von Reisbrei, eine halbvolle Weinflasche mit Fingerabdrücken. Oben rechts Rosi im SL, eines der Fotos im Rahmen. Ein Polizist hat es als Souvenir behalten. Von dem Herrn darunter sind die Spuren an der Weinflasche. Auch sein Bild verschwindet. Ich wollte nicht, dass die Presse den fotografiert. Ein Spitzenmann aus der Industrie. Und dass das dann durch die Presse gerauscht wäre. Dann habe ich das Bild an mich genommen. Dann ist es weggeblieben. Inzwischen weiß ja alle Welt, wer es gewesen ist. Also, ich sag den Namen trotzdem nicht. Harald von Bohlen und Halbach, einer der Söhne der Krupp-Familie. Von ihm sind auch ein Tonband und die Liebesbriefe, die ein anderer Kripo-Mann als Souvenir eingesteckt hat. Doch nicht nur er. Die Reichen und Adligen, die Gäste aus Frankfurts besten Hotels, sind Kunden von Rebecca. Also sie war weder eine große Lebedame noch schweige sonst eine Dame. Sie war nur einfach für sich clever und immer wieder mit dem Gedanken, was zu werden, es einfach zu erreichen. Die hat ja die größten Tricks angewendet, die Kühlerhaube aufgemacht und eine Panne vorgetäuscht. Und dann kamen feine Herren vor dem Frankfurter Hof und sagten, kann ich Ihnen helfen oder can I help you? Und ja, there's a little problem. Englisch sprach sie auch etwas. Und sie hatte immer ihren Hund dabei. Das war so ein weißer Pudel und der hieß Judy. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, also der Hund ist auf die Männer abgerichtet. Weil wenn hier irgendwo an einem Tisch ein Herr saß, allein
Und dann ging der Hund dahin und schnüffelte so und dann rief sie ihn, Judy, kommst du her? Und dann sagte der, ach, das macht doch nichts, lassen Sie ihn doch nur. Und irgendwie kam sie dann ins Gespräch und er setzte sich dann zu ihr am Tisch. Und dann, kurze Zeit später, ging sie dann auch mit dem Herrn meistens raus. Sie hat etwas von einer höheren Tochter sich angeeignet, obwohl sie innerlich so weit weg davon war, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Gut, sie war sehr schick und elegant angezogen. Aber ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, eigentlich so schön ist die gar nicht. Und sie wirkte eigentlich ein bisschen gewöhnlich. Und sie war auch ziemlich unfreundlich zu uns als Serviererin. Und Trinkgeld hat sie auch nie gegeben. Ne? Also sie war da auch sehr, sehr kleinlich. Ne? So wie ich es auch mal erlebt habe, ist sie eine ziemlich einfache und auch manchmal leicht ordinäre Person gewesen, die auch richtig keifen konnte, wenn ihr was nicht passte. Rosalie, Marie, Auguste, ihre Taufnamen. Rebecca, Gräfin Maritza, Captain, Lady und Becky, ihre Tarnnamen. Sie hat viele Gesichter und viele Neigungen, auch lesbische. An Männern nimmt sie, was sie kriegen kann. Selbst arme Schlucker. Mitunter ist schon die Eroberung Lohn genug. Mit ihrem schwarz-roten Schlitten macht sie die gesamte Frankfurter City zu ihrem Revier. Sie arbeitet im Akkord. Kurz vor ihrem Tod spricht sie, Ironie des Schicksals, sogar jemanden von der Mordkommission an. In der Kaiserstraße, direkt am Bahnhof. Das kommende Rotlichtviertel wird bereits unter den Milieubossen aufgeteilt. Rosemarie Nitribit ist hier die Konkurrentin der Straßenmädchen, die von Zuhältern auf den Strich geschickt werden. Für sie undenkbar. Kurz vor ihrem Tod bekommt sie Besuch von einem Halbweltboss. Zeugen gegenüber spricht sie von großen Ängsten. Nimmt ihre Bedrohung zu, je erfolgreicher sie wird? Die Rosi war nicht nur hier in Frankfurt, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Zum Beispiel, wenn ich in New York war, hat einer gesagt, oh, where do you come from? Da habe ich gesagt, von Frankfurt. Das erste Wort war, how is Rosie? Und so ist mir das in Tokio passiert. How is Rosie? Eine Nerzstola, ein Persianer, ein Wildnerz, ein Zweikaräter, den sie bald in einen Dreikaräter tauschen will. Rosie im Luxus. Das ermittelt die Polizei genau. Über ihre Herkunft hingegen so gut wie nichts. Seit ihrer unehelichen Geburt 1933 wird sie zwischen Heimen und der Mutter hin und her geschubst, angeordnet vom Jugendamt Düsseldorf. Etwas später wird eine Schwester geboren, unehelich wie sie. Als Rosi 6 wird, kommen beide in Pflegefamilien nach Mendig in der Eifel. Dort wird sie eingeschult. ...56 Kinder in ihrer Volksschulklasse. Da wird nicht viel gelernt. Sie ist ein lebhaftes, zugleich zartes Mädchen, das sich durchsetzt, auch mal über die Stränge schlägt, nie sitzen bleibt. Die Nachbarhäuser stehen dem Pflegekind offen. Sie gehört dazu, man ist hier gut katholisch. Die Pflegeeltern sind freundlich, aber zu alt und überfordert. Der Pater, der Rosi in Religion unterrichtet, erinnert sich Jahre später gegenüber der Autorin Martina Kaifenheim, dass Rosi lebhaft mitgemacht, aber wenig gewusst habe und nicht besonders intelligent gewesen sei. 2 Jahre später die Katastrophe. Ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass sie 1944 im Tannenwäldchen, 100 Meter entfernt von ihrem Elternhaus, bei einem Friedhof, auf ihren Vergewaltiger traf. Sie war damals 11. Man hat das Thema absolut tabuisiert. Es wurde nicht darüber geredet, verschwiegen, es war vergessen. Sie fehlte ein paar Tage in der Schule und das war's. Man gab Rosemarie sicherlich auch einen Teil Mitschuld. Und als dann später herauskam, dass sie eine Edelhure ist, dann war also praktisch der Täter auch rehabilitiert damit.
naja, die wird schon ihr Teil schon daran Schuld selber mitgetragen haben. Der Krieg ist aus. In die Kasernen des nahen Flughafens rücken Franzosen ein. Die Bevölkerung leidet Not. Da fraternisiert so manche Frau mit dem Feind von gestern. Die Großen nehmen Rosemarie mit. Sie begreift schnell, Sex gegen Ware. Da ist sie 12. Ihre Karriere beginnt und endet schon da fast tödlich bei einer illegalen Abtreibung. Sie ist nun ein gefallenes Mädchen. Ihr endloser Weg durch Heime und Anstalten nicht aufzuhalten. Sie leidet unter dem Erziehungsdrill in diesen streng katholischen Häusern. Einzig im Nähunterricht macht sie gern mit. Ihre Chance, sich mit schöner Garderobe zu belohnen. Mit 18 arbeitet sie auf eigenen Wunsch im Haushalt einer Hühnerfarm nahe bei Mendig. Sie verliebt sich in den gleichaltrigen Peter. Ihren Freundinnen erzählt sie, dass sie heiraten und eine Familie haben will. Und sie hat sich überlegt, wie kann sie Peter an sich binden? Und sie sagt ihm, ich bin schwanger. Und normalerweise heiratete man dann in dieser Zeit. Und er muss wohl die Panik bekommen haben und hat sich zur Fremdenlegion gemeldet und war dabei dann weg. Was Abenteuer und Freiheit verspricht, bedeutet in Wahrheit die Hölle des Krieges. Enttäuscht von Peter haut Rosi ab in die Großstadt, nach Frankfurt. Nicht zum ersten Mal. Hier pulsiert das Leben. Sie wird aufgegriffen und kommt wieder unter Verschluss ins Monika-Heim. Und wieder reist sie aus. 3 Monate sitzt die damals Minderjährige wegen Landstreicherei in Frankfurt in Haft. Auf dem Transport vom Gefängnis zurück nach Mendig gelingt ihr erneut die Flucht. Nur nicht wieder ins Heim. Für Wochen ist Rosemarie untergetaucht. Als sie im April 1952 geschnappt wird, hat sie 1000 Mark bei sich und genauso viel Geld auf einem Postsparbuch. Vorläufige Endstation, das Arbeitshaus Brauweiler. Gehorsam, Zucht und Ordnung. Erziehung durch Arbeit als Therapie gegen gewerbliche Unzucht. Rosemarie wird weggesperrt. 1997 entdeckt Martina Keifenheim ihre Spindtür. Für all das interessiert man sich im Polizeipräsidium Frankfurt kaum. Das Ermittlungsdesaster nimmt seinen Behördenlauf. Kripo-Chef Kalk überträgt dem bisherigen Chef des Raubdezernats die Mordsache als Karrierechance. Die 4. Panne. Sein Abteilungsleiter Helmut Konrad sieht schwarz, aber schweigt. Und tatsächlich. Nachbarn werden nicht sofort vernommen, die Akten sind schlecht geführt, genaue Absprachen für die Vernehmungen fehlen. Pannen über Pannen. Der neue Boss ist völlig überfordert. Er hat dann nach 10 oder 11 Tagen aufgegeben. Und dann haben 2 andere weitergemacht. Mir schlechter als recht. Und das ist dann dabei herausgekommen. Ne? So kann Kripo-Chef Kalk nach wie vor in die Vitrine mit dem Schädel der Nitribit schauen. Das Asservat einer seiner ungelösten Fälle ruht inzwischen unter Milchglas. Die Akten der Staatsanwälte liegen heute im hessischen Hauptstaatsarchiv. Aber Rosemaries Notizbuch 1956, die Tonbänder, Filme, fast alle Fotos und die Liebesbilets aus der Krupp-Dynastie kamen hier nie an. Immerhin der katholische Kalender von 1957, jeder Tag ein Heiliger, ist da. Darin in krakeliger Schrift Striche und die Buchstaben A und B, vermutlich Kürzel für ihre Einnahmen. A, so übersetzt die Kripo, heißt 50, B 100 Mark. Das ergibt insgesamt 80.000 Mark. Ein Betrag, den die Nitribit selbst am 10. Oktober errechnet zu haben scheint. Ein Vermögen. Zwischen den Heiligen Theodor und Alfons wurde sie ermordet.
Wann genau, ist bis heute nicht bekannt. Unbekannt auch die Zahl ihrer Kunden. Über 500 Nebenspuren werden verfolgt. Schein um Schein hat Dimitri Witt gespart. In bar 30.000 Mark, auf Sparbüchern 90.000. Ein objektives Problem der Ermittlung sind die unzähligen Freier aus allen Schichten. Da waren Schrotthändler wohl häufiger als Direktoren, aber ein Fürst und andere Adlige sind auch darunter. Sogar in einem Offiziersclub der NATO geht Dimitri Witt auf Männer fangen. Erfolgreich und professionell und dann auch wieder nicht. Einem Kunden lauert sie an der Porsche Box am Nürburgring auf. Einen anderen, einen 6-Tage-Rennfahrer, verfolgt sie bis Zürich. Sie scheint auf der Suche nach einer lukrativen, dauerhaften und vor allem einer Verbindung. Träumt von einem Kind, ruhig auch unehelich, aber unbedingt von einem Mann aus der besseren Gesellschaft. Sie geht in Kneipen zum Anschaffen, aber auch zum Vergnügen. Im Frankfurter Jazzkeller hat sie eine kurze Liebesgeschichte mit Joe, einem Pianisten. In einer Zeit, in der bürgerliche Frauen sich abends nicht allein in Lokale trauen, trifft man Rosi in Bars, Clubs und Kaschemmen. Sie ist mutig und unangepasst, aber gewiss nicht mondän, gewiss keine Edelhure. Dieses Bild prägt Nadja Tiller ein Jahr später in dem Film Das Mädchen Rosemarie. Sie erobert auf einer Party einen Boss nach dem anderen. Von der wirklichen Dimitri Witt wissen wir, dass sie auf einer industriellen Party keineswegs im mondänen Ballkleid, sondern dezent im kleinen Schwarzen auftrat. Nein, ich habe nie Fakten gesammelt, weil mir ja klar war, dass ich eigentlich gar keinen Film über dieses Mädchen mache, obwohl sie natürlich dann vorkommt, sondern über die soziale Situation, in der sie reich geworden ist. Eine Satire auf das Wirtschaftswunderland Made in Bonn. Ich finde nur noch Trost in der Arbeit. Der Film wird ein Erfolg und ein Skandal. Die Filmkopie birgt ein Geheimnis, eine Retusche. In Rosis Schlafzimmer, oberhalb der Nachttischlampe, ein heller Fleck. Ah ja, ich bin in Bonn. Sitzung im Wirtschaftsministerium. Na, da kann ich bleiben. Der Fleck entpuppt sich auf dem Standfoto als eine Karikatur von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, dem Vater des Aufschwungs. In Frankfurt wird der Dirnenmord zum Nitribit-Skandal. Die Gerüchteküche um die Kunden brodelt. Der Fotograf Mickey Bonacker arbeitet für amerikanische Medien und hat gute Kontakte. In Frankfurt am Rossmarkt gab es so ein Tagescafé und da war ein Zivilamerikaner, den ich kannte. Nehme an, dass er für die CIA gearbeitet hat. Der hat gesagt, komm, ich zeig dir mal was. Dann hat er mir ein 6x9 kleines Schwarz-Weiß-Foto gezeigt und hat gesagt, das ist in der Dimitri Witt im Zimmer gemacht worden. Kennst du den? Und ich habe also darauf einen Bonner Politiker erkannt. Der saß da im Unterhemd und auf der Bettkante. Wir haben Ihnen ein Foto vom Bett von Rosemarie gezeigt. Würden Sie sagen, es war das Bett? Das Bett war es gewesen, ja. Nur die Decke war nicht drauf. Und das Foto war von hier aus aufgenommen. Und der Politiker saß hier auf der Kante. Und dann habe ich gesagt, ich brauche dieses Foto. Ich möchte gerne da ein Repro von machen. Hat er gesagt, das kann er nicht aus der Hand geben. Er hat es gleich wieder weggezogen. Seit der Zeit war es weg. Nein, nein, nein. Es gab das nicht. Nicht ein einziger Mann aus dieser Riege oder auch ein bisschen drunter war im Bett der Dimitri Witt, zumindest nicht nachweisbar. Zwei Tage nach Auffinden der Leiche ist das Polizeipräsidium verwaist.
Nicht ganz. Ein Mann aus Essen erfährt eine ungewöhnlich exklusive Behandlung. Es ist Harald von Bohlen und Halbach, der Bruder von Alfred Krupp, dem Konzernchef. Es war Sonntag. Er konnte wochentags nicht hier, ohne dass die Familie es erfuhr. Wir waren ja eh diskret, auch mit allen anderen. Und er musste am Montag wieder im Schoß der Familie sein. Also haben wir akzeptiert, dass er sonntags kommt, damit wir ihn sonntags dazu hören können. Wir wollten nur wissen, was er dort gemacht hat. Ich habe ihn danach gefragt. Und er sagte mir, er war ja Junggeselle, ja, später aus Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Wenn ich also im Kreis derer, zu denen ich gehöre, mich bewege, da bin ich mal Heiratskandidat. Will ich mich mal mit einer Frau in Ruhe unterhalten, dann muss ich aus diesem Kreis raus. Und das war der Grund, warum ich, es war eine hübsche Frau, und elegant war sie auch, warum ich mit ihr Kontakt hatte. Es war keine sexuelle Beziehung. Er schickt ihr Blumen, er schickt ihr auch Schallplatten mit karibischer Musik. An sein geliebtes Fohlen Rebecca gehen in einem halben Jahr mindestens 19 Billets d'amour und ein Tonband als mündlicher Brief. Dessen Umschrift ist erhalten, darin die Mahnung, spiel ihn nicht aller Welt vor. Ich wünsche dir mit Hilfe von allen Heiligen immer Glück, Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Gute Nacht. Träume süß. Ich freue mich rasend auf Dienstag. Meine Gedanken sind oft bei dir. Meine Blicke gehen über die regnerische Alster. Meine Sehnsucht ist in Frankfurt. Ich denke oft an dich und wäre glücklich, wenn ich wieder bei dir wäre. Ich bin hier eingespannt in Betreuung von lieben Verwandten. Ich komme mir vor wie ein Opferlamm. Ich habe schon wieder Sehnsucht nach dir. Ich war so glücklich. Warum? Das musst du wissen. Würde dir gern 100.000 Zuckerstücke einzeln ins Maul, oh pardon, stecken, dich am Hals kraulen. Ich hoffe sehr, dass du dir etwas Erholung gönnst. In aller Liebe, dein Harald. Es war ein persönlicher, noch nie, es war kein enger Kontakt. Er war ja noch kaum in Frankfurt. Nein. Das kann nicht sein. Gedichte, deiner Brüste Liebeshügel und sein Kinderbild schickt er, weil das liebe Rehchen mit dem kleinen Harald Vorlieb nehmen muss. Im letzten Gruß kündigt er seinen Besuch für den 22. Oktober und die Tage danach an, eine Woche vor Rosemarie Nitrebits Tod. Ob er sich aus Essen gemeldet hat, wie früher beim Auftragsdienst registriert, ob es wieder Gespräche vom Apparat der Mutter waren. Die Polizei interessieren solche Fragen nicht. Auch nicht, was die Familie Krupp davon wusste, was Bruder Alfred links von den Eskapaden Haralds rechts hielt. Entscheidend für uns ist doch nur, kommt er als Mörder, als Täter in Frage. Und er schied völlig aus. Sein Alibi war nicht nur einwandfrei, es war sofort nachweisbar. Um das Alibi kümmern sich Kollegen aus Essen. Sie fahren zur Villa Hügel. Am Rande des Parks wohnten Harald von Bohlen und Halbach und seine Mutter Bertha Krupp, die wenige Wochen zuvor gestorben ist. Die Polizei vernimmt das Personal. Chauffeur, Hausmädchen, Wirtschafterin, Sekretärin. Sein Alibi. So wie die Liebesbriefe später verschwinden, verschwinden auch die Spuren anderer Prominenter, zusammen mit vier Bänden der Hauptakte. Doch Querverweise geben die Namen von Großindustriellen preis. Harald Quandt und die fehlende Akte der Nebenspur 251c, Gunther Sachs sowie die Akte Ernst Sachs. Die steinreichen Schweinfurter Brüder gehören zur Partywelt der 50er Jahre. Heute lebt nur noch Gunther Sachs. 1999 erzählt er der Zeitschrift Bunte über die Vernehmung. Das Verhör glich eher Auto, Motor und Sport. Nach 10 Minuten Routinefragen zur Person und meinem Alibi interessierten sich die Herren mehr für die Direkteinspritzung meines 300 SL-Flügeltürers. Diese Schonung der Prominenten hat System. Die Kunden der Nitribit waren gut betuchte und seriöse Leute, und die brauchten das Mädchen nicht umzubringen, das ihnen Freude geschenkt hat, ne? Obendrein noch. Das wäre ein schlechter Dank gewesen. Weniger einfühlsam geht die Polizei mit einem anderen Zeugen um, einem Nobody.
Rolf Endler, Düsseldorf, München. Eine der wenigen Eintragungen in Rosis Notizbuch. In Düsseldorf Fehlanzeige. In München wenigstens ein Rudolf, wenn schon kein Rolf. Das genügt der Münchner Kripo. Sie heftet sich an die Fersen des kleinen Lebensmittelhändlers aus der Ismaninger Straße 82. Ein Jahr nach dem Verbrechen wittert die Münchner Polizei wohl die Chance, endlich den Mörder zu fassen. 7 Wochen lang wird sie Rudolf Endler verfolgen, verhören, anschuldigen und belügen. So mit der Behauptung, er stehe als letzter Besucher im Kalender. Der letzte Besucher aber ist bekannt. Man ließ längst von ihm ab, weil er keine Geldprobleme hat. Raubmord offenbar das einzig denkbare Motiv. Die fixe Idee der Ermittler. Raubmord wird auch Endler unterstellt. Plötzlich im Januar wird er nicht mehr verdächtigt. Die Beamten gratulieren jovial. 12 Stunden später erliegt der 57-Jährige einem Herzinfarkt. Knapp ein Jahr zuvor. Untersuchungshaft für Heinz Pohlmann, Handelsvertreter aus Frankfurt. Am Tag nach der Radiomeldung vom Tod der Nitribit geht er selbst zur Kripo. Auch er steht im Kalender, ist Begleiter von Rosemarie, ein Homosexueller. Dass er mit der Nitribit sicher nichts direkt zu tun gehabt hat, das glaube ich, denn er war für sie so eine Art Schlappeschammes, sagt man in Frankfurt, also Botengänger oder Handlanger oder wie immer. Pudel abholen, ausführen, Auto wegbringen, zurückbringen und so weiter und so fort. Ein verschuldeter Hochstapler, der chronisch lügt und über seine Verhältnisse lebt. Eine Anzeige wegen Unterschlagung droht. Kurz nach dem Mord kann er Schulden von 18.000 Mark tilgen. So viel wird auch in Rosis Wohnung vermutet. Pohlmann hat kein Alibi, gibt auf Fragen nach seinem Geldsegen immer neue Antworten. Das Motiv Raub passt. Weitere Indizien: falsche Angaben über seine Kleidung am Tattag. Die tatsächlich getragene Hose verschwindet, taucht sehr viel später dann doch auf mit trockenen Flecken, möglicherweise Blut. Zweien seiner Freunde fällt ein Kratzer am Mund auf und dass er schweißgebadet gewesen sei an jenem Abend. Ein Mann will ihn im Auto vom Tatort davonbrausen gesehen haben. Vorübergehend deponiert er ein obskures Päckchen außer Haus. Die Geldbeute? Fast ein Jahr später muss Pohlmann aus der U-Haft entlassen werden. Er schreibt weiter an der Serie Quick sucht den Mörder der Nitribit, wie bereits in der Haft begonnen. Der Presserat protestiert. Kommt es auch zum Boykott von Anzeigen? Nach 8 Folgen geht Quick in die Knie. Ein Mann mit 500 PS sollte genannt werden. Doch Quick kann dieses Versprechen nicht halten. Pohlmann verstummt. Die Hintermänner dieses Schweigens sind in der Villa Hügel zu suchen. Dies offenbart Harald von Bohlen und Halbach der Staatsanwaltschaft, als ein unglaublicher Deal ruchbar wird. Der Generalbevollmächtigte von Krupp, Berthold Beitz, habe zu einer List gegriffen, auf Betreiben seines Chefs, Alfred Krupp. 250.000 Mark aus der Krupp-Kasse, vermittelt über Anwälte, werden Heinz Pohlmann angeboten für die Rechte am Nitribitstoff. Dieser beißt an. Erhalten wird er am Ende 50.000 Mark. Aber das Ziel ist erreicht. Nichts über die Liaison, nichts mehr über den Mann im Bilderrahmen, von dem Rosemarie angeblich ein Kind wollte. Details dieses Deals berichtet Harald von Bohlen und Halbach dem Frankfurter Oberstaatsanwalt Heinz Wolf. Heinz Wolf ist für die Krupps kein Unbekannter. Bei den Nürnberger Prozessen war er einer der Anwälte von Alfred Krupp. Das Urteil damals: 12 Jahre Gefängnis und völlige Enteignung. 30 Monate später bekommt der Krupp-Chef seine Freiheit und sein Vermögen zurück. Als ich hörte, dass Pohlmann Geld bekam, nicht von Harald von Bohlen Halber, sondern von der Firma Krupp, habe ich den zuständigen Mann angerufen. Und der sagt mir: Wissen Sie, wir geben so viel Geld aus,
damit unser Name bekannt wird, im positiven Sinne. Da können wir doch die für uns paar tausend Mark auch ausgeben, damit verhindert wird, dass er im negativen Sinne bekannt wird. Das war das Argument. Und der Harald hat damit gar nichts zu tun. Fast 3 Jahre nach dem Mord an Rosemarie Nitribitt. Beginn des Prozesses gegen Heinz Pohlmann. Der Prozess, ein Medienereignis. Anklage, Raubmord. Das Schwurgericht prüft die Indizien mit Akribie. Rekonstruktion des vermuteten Tattages. Um 9 Uhr klingelt die Putzfrau, weckt die Nitribitt, wird von dieser angefaucht und wieder fortgeschickt. Rebecca scheint allein zu sein, trägt einen graublauen Schlafanzug. Am späten Vormittag ruft Heinz Pohlmann an. Sie bittet ihn, sofort zu kommen. Gegen 1 Uhr trifft der Angeklagte ein. Rosemarie ist noch im Schlafanzug. Die Putzfrau kommt kurz dazu. Ihr fällt auf, dass Pohlmann verschwitzt aussieht. Der Schweiß als belastendes Indiz kippt, denn das Opfer lebt ja noch. Pohlmann kocht auf Rosis Wunsch Reisbrei. Um 3 Uhr kommt ein Freier. Sie peitscht ihn aus, ist nun nackt. Das Bett bleibt unbenutzt. Der Kunde wird bezeugen, dass Rosi dann etwas Reisbrei aß und sich mit ihm unterhielt. Davon sprach, dass sie Angst habe. Er geht gegen 4. Erst jetzt zieht sie sich an. Um 5 hat sie einen Termin in der Autowerkstatt. Sie kommt nicht. Nach 4:30 soll sie bereits tot oder im Todeskampf mit Pohlmann gewesen sein. Der Reisbrei im Magen der Leiche sei die Mahlzeit vom Nachmittag, sagt die Polizei. Falsch, urteilt das Gericht unter Vorsitz von Richter Dreisel. 2 Zeuginnen geben den Ausschlag. Das Gericht glaubt einer Verkäuferin aus der Metzgerei Mathie, nahe der Wohnung der Nitribitt, dass diese am Dienstagnachmittag 1 Pfund Kalbsleber gekauft habe. Sicher ist, dass Rosi tags zuvor woanders vergeblich nach Kalbsleber gefragt hatte. Metzger Mathie bestätigt den Einkauf von Dienstag 4:30. Tatsächlich findet die Polizei 1/2 Pfund Kalbsleber im Eisschrank und Spuren im Hundenapf. Wenn also die Metzgereiaussagen stimmen, dann hat Rosi um 4:45 noch gelebt. Die 2. Zeugin des Gerichts. Kurz vor 5 sieht die Nachbarin der Nitribitt diese vom Wohnhaus weggehen. Sie selbst hält im Auto an der roten Ampel, ist mit ihrem Mann auf der Heimfahrt. Das war nur an diesem Dienstag und nur um diese Uhrzeit überhaupt möglich. Dann kann die Tat frühestens nach 5 Uhr erfolgt sein. Da aber hat der Angeklagte ein Alibi. Da übergibt er bereits die fragwürdige Hose zum Ändern an eine Bekannte. Aus dem vermeintlichen Beweis gegen ihn wird ein Beweis für ihn. Brötchen von Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor Rosis Wohnung. Spätestens um 11 Uhr, so Zeugen, holte die Nitribitt immer ihre Brötchen rein. Also muss sie am Mittwoch um 11 Uhr tot gewesen sein. Vorher muss sie noch mal Reis gegessen haben, der Topf ist ja leer. Zwingendes Indiz also für eine 2. spätere Mahlzeit. Und sie kann nach unseren Recherchen nur am Dienstag das Fleisch gekauft haben. 1957 verkaufen Metzger diese Innerei nur einmal wöchentlich. Die Kälber werden montags geschlachtet. Die 3 Metzgereien in Rosis Nähe hatten frühestens dienstags Kalbsleber. Die Metzgerei Ebert ist heute als letzte übrig geblieben am Platz. Also ich habe mich erkundigt, einmal bei meinem Vater und dann nochmal bei meiner Oma, die ja zu der Zeit das Geschäft hatte. Also es ist ausgeschlossen von unserer Seite her, dass es montags Kalbsleber gab, da die Kälber montags erst im Schlachthof geschlachtet wurden. Die mussten auskühlen und die wurde frühestens dienstags oder mittwochs verkauft in den Metzgereien. Das Schwurgericht verkündet das Urteil. Es lautet im Namen des Volkes. Der Angeklagte Heinz Pohlmann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens werden der Staatskasse auferlegt. Lass ich den Saal räumen.
Mangels Beweisen steht im Urteil. Aber im Mordvorwurf ist der Freispruch eindeutig, offenbart Richter Dreisel nach 40 Jahren in einem Radiointerview. Wir waren einhellig der Meinung, dass der Herr Pohlmann nicht schuldig ist. Und mangels Beweisen ist er deshalb freigesprochen worden, weil doch noch die Möglichkeit bestand, dass er vielleicht das Geld genommen haben könnte als Trittbrettfahrer. Pohlmann also war vielleicht ein Räuber, aber nicht der Mörder. Dennoch nimmt die Frankfurter Kripo keine neuen Ermittlungen auf. Für sie und die Staatsanwaltschaft bleibt Pohlmann der Täter. Freispruch hin oder her. Rosemarie Nitribitz' Tod wurde nie aufgeklärt, dank der vielen Pannen der Polizei. Warum fragte sie nie in Mendig nach der Vergangenheit des Opfers? Prüfte nie, ob vielleicht die frühe Liebe Peter zurück war aus der Legion? Ein Motiv hätte er haben können. Hass auf die Frau, vor der er grundlos in die Hölle der Kolonialkriege geflohen war. Warum interessierte sich die Polizei nicht näher für den verliebten Spross der Krupp-Dynastie? Wie viel wusste seine Familie von seiner Liebe zu einer Nutte? Fürchtete sie eine mögliche Schwangerschaft, gar eine Ehe? Fragen, die nie gestellt wurden. Warum forschte die Polizei nicht genauer in Frankfurts Halbwelt nach? Hatte Rosi Feinde im Rotlichtmilieu? Einer von ihnen wird vernommen, ein Alibi hat er nicht. Dennoch kein Verdacht, obwohl er sie sogar besucht hat, kurz vor ihrem Tod. Verlangte das Milieu mit Gewalt eine Gewinnbeteiligung? Mit zu viel Gewalt? Fragen, die nie geklärt wurden. In ihrer Geburtsstadt Düsseldorf wird Rosemarie Nitribitt im November 1957 katholisch beerdigt. Mit dem Pfarrer war es so, dass er bis zur Kirchentür mitkam, da stehen blieb und sich ganz stur stellte und weigerte, den Sarg und für ihn diese Unperson bis zum Grab zu begleiten und vielleicht da noch ein Gebet zu sprechen. Also er hat sich strikt geweigert und im Grunde genommen nachher auch die Tür zugeschlagen. Sie starb so einsam, wie sie gelebt hatte und blieb, was sie war, eine Außenseiterin. Ihr Name wurde zur Legende. Der Fall Nitribitt bleibt ungelöst.